Hi und herzlich willkommen auf Rinjas Backwelt. Da gerade Kirschsaison ist, bereite ich heute einen leckeren und saftigen Streuselkuchen diesmal mit frischen Kirschen zu, denn er passt zu jedem Anlass und ist super einfach gemacht. So, dann geht es jetzt direkt zu der Zubereitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 600 Gramm frische Kirschen, die habe ich schon abgewaschen und wieder trocken getupft. Jetzt entkerne ich die Kirschen zuerst und dafür nehme ich eine leere Flasche, bei der die Flaschenöffnung auf jeden Fall kleiner sein sollte als die Kirschen, und ein Stäbchen. Nun lege ich die Kirschen auf die Öffnung und steche mit den Stäbchen von oben auf die Kirschen ein, bis der Kern in die Flasche fällt. Dann stelle ich die entkernten Kirschen kurz zur Seite und bereite die Streusel zu. Und dafür nehme ich 120 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker und 70 Gramm kalte Butter. Und hier verknete ich alle drei Zutaten zunächst mit den Knetaken und anschließend mit der Hand, bis Streusel entstehen. So, und nun geht es mit der Zubereitung für den Kuchenteig weiter. Und das sind die Zutaten: 120 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 60 Gramm weiche Butter und 2 Eier. Zuerst verrühre ich die Butter mit dem Zucker. Dann gebe ich die Eier bei. Jetzt rühre ich noch das Mehl, das Backpulver und die gemahlenen Mandeln hinzu. Und sobald sich die Zutaten gut miteinander verbunden haben, fülle ich den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte 26er Springform, bei der ich auch schon den Rand eingefettet habe, und verstreiche ihn. Die Kirschen lege ich nun nebeneinander auf den Teig. Zum Schluss verteile ich die Streusel auf den Kirschen und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die Backzeit ist um. Ich habe den Kirschstreuselkuchen in der Springform komplett auskühlen lassen. Jetzt entferne ich sie vorsichtig, lege ihn auf eine Tortenplatte, bestreue ihn noch mit Puderzucker und dann ist er auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. So, meine Lieben, das war's dann auch schon. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.